Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen The Bus Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist mittlerweile eine Menge Zeit vergangen, also bald bestimmt 10 Monate. Also bei YouTube ist das letzte Video schon seit 9 plus Monaten draußen, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt nicht mal ganz auf das richtige Datum geguckt. Es ist eine Menge passiert. Es gab jede Menge Updates. Damals war ich noch in der, also wir sind immer noch in derselben Early Access Phase, immer noch in der Phase 1.0, in der Early Access Phase 1 von 3, aber wir sind nicht mehr im Early Access 1.0, sondern mittlerweile im Early Access 1.8 und es gibt bereits schon die 1.9 Beta. Um jetzt alle Updates raufzugehen, was da jetzt so an neuen Sachen dazugekommen ist, würde jetzt in Einzelheiten zu lange dauern. Es waren hauptsächlich, oder es waren viele Updates, also viele Fixes, viele Bugfixes und so weiter und so fort. Es sind aber auch andere Sachen noch dazugekommen, beispielsweise alte, also die Optionen haben sich jetzt, glaube ich, geändert. Vorher war es eher in dem Bereich und jetzt ist es in einem etwas schöneren Muster. Multiplayer natürlich noch nicht verfügbar, Mods und Wirtschaft auch nicht. Das kommt ja, wie gesagt, alles noch in den weiteren Early Access Phasen. Es gibt jetzt mittlerweile auch Speicherstände. Ich glaube, die gab es zuvor nicht. Und diesen Placeholder, den ich am Ende des letzten Videos erwähnt habe, da hat sich jetzt, nachdem ich das Spiel hier quasi wieder gestartet habe, wirklich installiert war es nicht, war eher geupdatet. Profil erstellt am 27.01.2022 um 17.46 Uhr. Das ist auch ungefähr die Uhrzeit, nicht wo ich es aufnehme. Ich weiß nicht, warum da 17.46 Uhr ist. Um 17.46 Uhr habe ich das Spiel eigentlich, glaube ich, gar nicht mal installiert. Ist ja auch egal. Auf alle Fälle sieht man jetzt hier auch die gesamte Spielzeit, die gesamte Fahrzeit, die gesamte gefahrene Distanz, die gesamte Distanz zu Fuß, transportierte Passagiere, Fahrscheinverkäufe und gesamte angefahrene Haltestellen. Ich weiß noch gar nicht mehr ganz genau. Ich kann jetzt ja nochmal nebenbei öffnen, wann nochmal jetzt der Dings kommen sollte. Okay, der Ökonomie-Modus ist laut der Roadmap, die im Browser geöffnet wurde, in der dritten Phase. Multiplayer kommt dann noch zuerst und Modding und so weiter und so fort. Sprich, ab dem Ökonomie-Modus werden wir dann spätestens dann sehr aktiv auch The Bus spielen. Zum Thema Mods und so weiter, da kann ich mir, also es ergibt Sinn, dass der Mod-Support früh kommt, denn wenn wir jetzt hier bei den Editoren gucken, beziehungsweise es gibt, was ich noch sagen muss, es gibt jetzt zusätzlich zu dem Citywide 18M und dem Citywide LF 18M jetzt auch den Lions City Doppeldecker. Mit dem werden wir jetzt auch gleich fahren. Oder? Und es gibt auch es gibt eine neue Route, die Linie 200. Zuvor gab es ja nur die TXL. Die TXL mit, da muss ich wieder hin, mit den 6 verschiedenen Routen. Einmal vom Tegel zum Alex, die umgekehrte Richtung, dann vom Tegel Robert Koch und dann wieder umgekehrt. Und dann eine sehr kurze Strecke, die einfach nur vom Flughafen Tegel zum Hauptbahnhof geht, zum Impfzentrum in Tegel und umgekehrt genau. So, ja, oder? Ja. Die Strecken werden wir auch bestimmt auch nochmal alle fahren. Also wir sind ja jetzt bisher die Route 1 nur gefahren. Also nur in Anführungszeichen. Und es gibt die Linie 200, die von der Herzallee zur Michelangelo-Straße geht. Und die zweite Route ist dementsprechend dann die invertierte Route. Das heißt, wir werden jetzt die Route 1 von der Linie 200 fahren und das Ganze auch im realistischen Modus. Genau.
Und ich kann mich noch erinnern, ich wollte. Oh, man kann sogar jetzt. Ich glaube, das ist jetzt auch neu, wenn ich es richtig sehe. Das Gesynkte war nämlich noch nicht zuvor da. Vorher gab es nur dynamisch, klar, bewölkt, Niederschlag, Sturm, Nebel und Nebel und Niederschlag. Wir sind beim letzten Mal bei klar gefahren. Das heißt, wir werden jetzt diesmal einfach mal bei bewölkt fahren. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Ich würde nämlich gerne so fahren. Okay, das Video kommt an dem Tag raus. Das heißt, ich nehme einfach mal den Tag, an dem das Video rauskommen soll. Linie 200, Route 1, ganz genau. Wir haben den 28. Januar. Und wir nehmen einfach 15 Uhr, würde ich sagen, oder? Oder wir nehmen 14 Uhr. Genau, von der Herzallee, das Depot ist noch nicht verfügbar. Von Herzallee geht's dann auch eine ziemlich lange Fahrt. 45 Minuten, wird auch wieder ein langes Video. Zur Michelangelo-Straße. Dann haben wir das auch. Das ist dann halt Tour 2. Allerdings Route 1, Tour 2. Ja, 14 Uhr, wunderbar, realistisch. Jetzt wollte ich noch den MAN Lion City Doppeldecker nehmen. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel beim letzten Mal eingestellt habe. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich das auf Low, die Grafikeinstellungen. Die Grafikeinstellungen sind jetzt auf Episch. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Wir schauen einfach mal rein. Oh, das sieht hier aber auch nice aus. Oh, der Kran. Ich glaube, ich mache nochmal V-Sync aus. V-Sync ist aus. Nevermind. Das ist der Bus. Sogar bei Schnee. Wie passend. Ich hoffe, von der Steuerung habe ich doch nur alles auf die Kette. Ansonsten muss ich nochmal nachschauen. Also ja, ich denke mal, ich werde auch nochmal zwischenzeitlich nochmal die Zündung starten. Schon, wir haben auch einen Fahrplan, ne? So, dann muss er starten. War das nicht? Ah, nee, das war nicht so, das war. War das nicht irgendwie, dass man. Okay, Routeninfo haben wir hier. Es ist mittlerweile echt schon wieder so lange her. Genau. Ups. Air Conditioner anmachen. Vordere Tür schließen. Auf Start drücken. Die 4913, I guess. Wunderbar, genau. Haben wir das auch? Dann Bremspedal drücken. Und dann können wir beschleunigen. Abfahrt ist jetzt, dann fahren wir einfach auch mal ab. Ich habe nur keine Ahnung, wo in des Weges. Wobei doch, sehe ich ja auf der Karte. Nevermind. Ich habe nichts gesagt. Du bist aber auch. Na, werden wir vorgelassen oder nicht? Okay, wir haben die Ankunftszeit am Zoologischen Garten. Bald, aber wenn ich es so richtig sehe, so wie da hinten die Leute kommen, dauert das noch ein bisschen. Können uns aber kurz noch mal ein bisschen im Bus umgucken. So, also schön hier normal geht's hier durch. Und dann hier nach oben. Von hier oben kann man auch schön rausgucken. Ah, ist cool gemacht. Okay, wir sollen weitergehen. Es geht weiter. Nicht so lang gucken, auch fahren. Haben wir überhaupt Licht an? Ich glaube nicht, ne? So, jetzt haben wir Licht an. Der Sound im Tunnel, geil. So, wir sollen jetzt hier lang.
U-Bahnhof Zoologischer Garten. Da vorne ist noch unser Halt. Nein. Das würde ich dann wahrscheinlich nicht anmachen. Und dann sind wir hier. Wir sind sogar ein bisschen zu spät scheinbar. Irgendwie ist der Codierer überlastet, warum auch immer. Was haben wir hier? Einzelfahrschein AB. Sehr schön. Wieso kriege ich jetzt den Scheinbusch nicht aus? Jetzt ist er aus. Sehr schön. Wir müssen auch wieder weiterfahren. Türen schließen. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich muss vorbei. Es geht eh nur die vordere Tür. Never mind. Dann brauche ich gar nicht die anderen Türen probieren, wenn die anderen Türen gar nicht gehen. Oh. Ich war ja noch mit der Parkbremse am Bremsen. Und dann wollen wir uns jetzt hier links halten. Wie schön das hier wackelt. Das ist auch cool. Ach, es ist schon schön. Also ich schreibe einfach mal in die Beschreibung auch mit rein, so was meine Daten sind, von meine Specs vom PC. Was, falls irgendjemand zuschaut von Team L Studios, dass die dann... den Fahrradverkehr. Das ist dann vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Fehler bei mir, dass ich das optimieren muss, dass es dann halt nicht so Probleme gibt. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon. Aber läuft ja doch relativ gut. Geht nur auf F8, darf ich nicht vergessen. Aber auch cool mit den ganzen verschiedenen Mützen und so weiter. Was mich halt auch ein bisschen verwundert. Ach, F8. Wir sind in einem Berlin von 2018. Deswegen wundert mich das ein bisschen, dass die das Feature oder die Route mit rein implementiert haben. Zum Impfzentrum von Tegel, aber okay. Jetzt glaube ich links halten, naja. Sieht zumindest stark danach aus. 18 Uhr? Passt ja nicht ganz. Aha. Cool. Oh. Nicht zu sehr ablenken lassen. Genau, links halten. Das ist das Telefon vom Passagier, ich glaube schon, oder? Stimmt, ich darf nicht vergessen, im MAN haben wir kein Tempomat, den haben wir nur im Scania Citywide. Vielleicht stelle ich einfach dann auch zur nächsten Fahrt dann einfach mal die Einstellung von episch runter auf hoch. Einfach nur testweise. Vielleicht läuft es dann ja besser. Was ich allerdings, wie gesagt, prinzipiell kann das halt nicht an dem
an der Hardware liegen von mir. Genauso wie Lags eigentlich auch nicht an der Hardware liegen können bei Train Simulator 2. Ja, wir sind spät dran, wir müssten ja schon in der Budapester Straße sein, aber wir haben halt die Ampelphase nicht. Aber das Sound vom Blinker ist auch cool. Aber ich muss schon sagen, ich freue mich echt auf den. Oh Gott, auf den. Können wir gleich links bleiben, auf den Wirtschaftsmodus. Von Fernbus Windows. Von Fernbus-Simulator werde ich bestimmt auch nochmal ein paar Fahrten machen. Allerdings dauert das noch ein bisschen. Ich denke mal, ich würde wahrscheinlich so ab und zu mal einfach so eine normale Route fahren. So eine echte Flixbus-Route. Das wollte ich nicht. Ah, da sehen wir auch sogar Budapester Straße. Keiner wollte aussteigen, okay. Wir müssen mal weiter. Die Abfahrt war vor einer Minute. Das war jetzt komisch, vielleicht vorstellen kann, ich weiß es nicht. Aber schon cool mit dem Doppeldecker. Corneliusbrücke. Das wäre mir? Nee. Corneliusbrücke. Will auch niemand aussteigen, nur einsteigen. Mir aber schon ein bisschen wundert, dass wir die hinteren Türen nicht öffnen können. Aber ist halt so, wie es ist. Mir fehlen gerade noch so ein bisschen die Dialoge, wenn die Leute einsteigen, dass sie Hallo sagen und so. Oder ich möchte gerne ein Ticket haben und so weiter und so fort. Ein AB-Ticket für 8,80 passt. Schön. Die bekommt dann aber noch. Schade, dass man das nicht sieht. 20 Cent und 1 Euro wieder. Hat man das da gesehen? Ich glaube schon, oder? Ich habe es zwar nicht jetzt gerade erkannt. Sah nämlich gerade doch ein bisschen aus, als ob man es doch hätte sehen können. Ah, ich finde, es ist auch so vom Innendesign, ist der Bus echt schon cool. Fahrradfahrer kommt nicht. Wenn es jetzt noch Fahrradfahrer geben würde, ne, wär das echt anders heftig. Dann aussteigen hier. Das ganze Geräusche hier. Wir schummeln uns mal hier zwischen für die Taxifahrer. Die ganzen Taxen. Norddeutsche Botschaften Adenauer Stiftung, okay. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin in Berlin nie Bus gefahren. Also nie Linienbus. Nicht bei mir, ne? Gott! Kann man jemand an sein Handy gehen? Das macht einen ja kirre. Ja, wir sind sehr spät dran. Das steht schon mal fest. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir echt arge Probleme bekommen. Im Wirtschaftsmodus. Also im Wirtschaftsmodus. Weil wir halt echt schwer haben werden, pünktlich da zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich, war das hier? Nee, das war, glaube ich, in Dings, im Konvoi von ETS 2, wo man das einstellen konnte mit der KI, dass sie auf 100 ist. Ich glaube, hier ist es, glaube ich, nicht eingestellt. Nordische Botschaften, Adenauer Stiftung. Ja, ich könnte auch besser bremsen, natürlich schon mal fest, aber mit Tastatur ist das nicht immer so schön smooth.
Da haben wir nochmal schön den Bus von draußen. Allein der Sound vom Bus. Schon nice. Gefällt mir. Oh, Team L Studio Erfurt. Ja. Geht wieder voran, super. Super, dass es wieder vorangeht, zumindest. Jetzt auch mal endlich hier angekommen. Mit 4 Minuten Verspätung. Da haben noch keine aussteigen, ne? Also zumindest hat man hier noch nicht das Dings Stopp Bums. So, schnell weiter. Wir haben es eilig, wir haben Verspätung. Aber im Winter zu fahren ist auch interessant. Ich denke mal, ich werde zwischenzeitlich dann auch nochmal früh. Okay, das spawnt alles. Hilfe, was passiert hier? Ich werde es nachspawnen gerade. Der Codierer ist überlastet. Ich weiß aber nicht warum. Weil. Eigentlich dürfte er nicht überlastet sein. Höher geht nicht mehr. So, das ist die Tiergartenstraße. Ich stelle einfach mal zur nächsten Folge dann einfach das von episch runter. Tiergartenstraße. Ich wollte irgendwas sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen, weil es hier wieder so abging. Interessant, wie viele verschiedene Handy-Sounds es gibt, ne? Welche viele Klingeltöne es gibt und so. Ach, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ja, aber ich bin auch zwischendurch dann einfach auch mal im Frühling fahren. Im Sommer sind wir, glaube ich, sogar schon mal gefahren. Und dann auch mal im Herbst fahren. Weil wir es halt ja sonst einfach nicht sehen, wenn wir immer zur aktuellen Zeit fahren. So, weiter geht's. Hoffentlich. Irgendwie nehme ich nicht, weil irgendwie es nicht will, aber okay. Irgendwie seitdem, im Grunde genommen nach der norwegischen Botschaft, seitdem ist es echt hier ein bisschen schwierig gerade. So allgemein. Ich sage, meine Hardware kann es eigentlich nicht liegen. Ich denke, wir fahren vielleicht dann mal die nächste Fahrt dann vielleicht im Frühling und im Klaren und danach im Frühling und im Regen. Danach dann vielleicht nochmal im Herbst, im klaren Herbst und einmal im, nochmal ein paar andere Fahrten mit anderem Wetter. Noch die Ampel bekommen. Ich habe ja auch irgendwelche Einstellungen noch beim letzten Mal gemacht mit dem alten PC, aber
Welche das waren, müsste ich nochmal nachschauen. Philharmonie. Bekommen die Kurve, obwohl sie ja erst echt drin genommen wurde. Wird auch keiner aussteigen, warum will denn niemand aussteigen? So, ein Einzelfahrschein AB. Dann Einzelfahrschein ABC. Bekommt dann noch zurück, was man nicht sieht. 20 Cent. Einzelfahrschein AB. Bekommt zurück 7 Euro. 6 Euro und 1 Euro. Wunderbar, dann schließen wir die Türen. Mittlerweile 6 Minuten Verspätung. Hey, der Witzka. Ich mal kurz, oh Gott, schaue ich mal kurz die Aufnahme und schaue es wieder neu, aber da kann es eigentlich auch nicht liegen, weil warum sollte ein i9 hier mit Problemen haben? Alles ein bisschen sass gerade. Ja. Hat da viel gebracht. Aber es wird noch besser. Irgendwie alles sehr weird. Bahrhein-Friestraße, Potsdamer Platz. Muss man echt nochmal gucken. Also, wie gesagt, das ist sehr verwirrend gerade alles. Nein. Meine Scheiße. Sind wir leider nicht die Ampel. Wobei, sicher, wenn die Autos losfahren. So, ich hab mein Spiel jetzt schon mal auf nur hoch geschaltet. Ja. Hat viel gebracht. Hätte ich auch gleich bei Episch lassen können. Dann weißt du mir schon mal, dass es daran nicht lag. Und muss für jemand aussteigen. Aber macht ja auch keinen Sinn, weil es hat ja am Anfang nicht die Probleme gegeben. Sechs Minuten Verspätung. Weiter. Ja, wir sind Bus. Wir bleiben in der Busspur erstmal. Nein, wir müssen uns halten.
Ding habe ich wieder ausgemacht, aber. Aber es war wieder an. Hallo, ich bin auf. Oh, das ist nervig. Der da gerade ist. Okay, die Hände haben mich jetzt etwas verwirrt. Interessant, wie die Fahrzeuge einfach super dicht an einem dran spawnen, ne? Also. U-Bahnhof Mohrenstraße. Ich hätte gedacht, dass sie eher weiter weg spawnen, aber okay. Dann halten wir mal in der Mohrenstraße. Lass die Fahrgäste einsteigen, aussteigen will ja keiner. Eieiei, okay, da sind wir schon eigentlich reingefahren. Ja gut, man darf halt nicht vergessen, das ist immer noch ein Early Access Spiel, ne? Also. Da wird noch einiges gefixt und so weiter, bis es dann endlich finalisiert draußen ist. Und selbst danach bisher noch. Verbessert und so weiter und so fort. Bärenstraße, Wilhelmstraße. Hoppla. Wir sind echt spät dran. Aber es ist noch nicht rot, die Ankunftszeit. Das ist natürlich auch wieder vielleicht gut. Ich muss dann echt mittlerweile vorsichtig fahren. Bisschen vorausschauender. Interessanter Mercedes-Stern. Ja. Übrigens ist ja auch die Verkehrsdichte auf 100. Ich habe ja eh nochmal nachgeschaut, als ich Dinge geändert habe, die nichts gebracht haben. Ja, willst du rübergehen oder machst du hier einen Dance mit der Ampel?
Leute aussteigen. Die können da gar nicht hinten aussteigen. Die müssen ja vorne aussteigen, aber das tun sie irgendwie nicht. So, Einzel AB und dann zack. Weiter. Ich glaube, die Zeit holen wir auf alle Fälle nicht mehr rein. Auf jeden Fall nicht, wenn wir eine rote Ampel haben. So. Und wenn die Polizei hier so ein interessantes Ding macht. Aber ich habe auch gelesen, gerade eben in den Verbesserungen, könnt ihr auch anschauen, hier die Early Access Phase, was da so geplant ist. Die KI soll auf jeden Fall nochmal verbessert werden. Dann soll es in der dritten Phase auch KI-Straßenbahn geben. Also ich denke mal, ich werde einfach episch bleiben, würde ich sagen. Und warte einfach darauf ab, ob das sich dann vielleicht in der Entwicklung von selbst verändert oder nicht. Aber wie gesagt, ihr könnt ja in der Beschreibung sehen, was meine Hardware da so sind. Oh, jetzt ist die GPU zumindest auch, die CPU auch wieder ein bisschen konstanter. Also die Lags, auch wenn ich gesagt habe, hier Codierung überlastet, weil das bei OBS Studio angezeigt wurde, aber das wurde ja auch in, habe ich auch selbst so gesehen, ne? Also die CPU-Auslastung war die ganze Zeit bei, ja, maximal 45%, jetzt ist sie gerade bei 46%. Also, komplett nicht beängstigend. Oh, wir haben einen Grün. Oh, wait. Das sehe ich ja jetzt erst. Unter den Linden, Friedrichstraße. Wenn ich rechts blinke. Ist das immer nur, wenn ich rechts blinke? Ja. Das ist ja cool. Wenn ich rechts blinke, dann ändert sich da oben hier die. Okay, ist auch nicht. Gesagt. Aber cool, dass man auch die Passagiere sieht. Interessant. Dann würde ich schon sagen, doch ein bisschen modernisierter Bus, I guess. Oh, jetzt muss ich ein bisschen mit dem Baum wirken. Interessant, dass hier noch so viel herbstliches Laub liegt. Einzel A, B, C. Für 2,80. Dann. Schön. Und es geht wieder los. Gefreut. Wir sind echt verdammt spät dran. Na, hier kommen wir vorne, perfekt. Und wir können halt auch nicht wirklich die Zeit aufholen, ne? Also ist schon krass. Staatsoper. Staatsoper sollten wir jetzt vor 5 Minuten sein, aber wir holen doch schon ein bisschen auf, habe ich das Gefühl, so ein paar Minuten. Dann haben wir wieder einen Blitzer. Das sollten wir dann nicht haben. Einzel AB. Gucken für 3 Euro. Wunderbar. Achso. Er will sehen, dass ich auch das Geld nehme.
Den wollen wir mal zum Lustgarten. Das ist, glaube ich, hier im Blitzer, ne? Das Zeichen auf der Karte. Keine Ahnung, wo er sein soll, aber... Lustgarten. Dann nehmen wir es einfach mal dankend an. Die fünf Fliegen, die bleiben jetzt gerade so ein bisschen. Hier wird ein Schloss gebaut. Ist das mittlerweile schon fertig in Realität? Oder ist die Schlossbaustelle immer noch? ABC, zack. Und 20 Cent wieder zurück. Schönes Quietschen. Und weiter geht's. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange die Folge ist, weil ich hier unterbrochen habe nochmal. Aber... Spandauer Straße, Marienkirche. Halt etwas länger. Ohne das jetzt jinxen zu wollen, aber... Das jetzt wieder ein bisschen runter. Also es war scheinbar echt nur in dem einen Gebiet, dass es echt etwas heftiger war. So, Abfahrt war vor 5 Minuten. Das heißt, wir nehmen diese grüne Phase auch wieder mit. Hoffentlich. Oh. Jetzt habe ich doch wieder die Parkbremse eingezogen. Weil wir noch abgerollt sind gerade eben. Abgerollt. Weil wir noch weggerollt sind. Aber jetzt können wir gerade zumindest wir Zeitflip machen. Holy shit. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Lemhardstraße. Ich weiß gar nicht, ich glaube die Ansagen, die waren... Im ersten Video auch gar nicht da, oder? Kann das sein? Jetzt mal so ganz grob geraten. Ich hätte es nicht jinxen sollen, ne? Ich hätte es einfach nicht jinxen sollen. Boah, allein die Tunnel durchfahren sind so nice. Und der atmosphärischen Soundkulisse. Ah, das ist das Zeichen, glaube ich, dass jemand aussteigen möchte. Naja. Ich aus. Aber die Handschuhe sind auch sehr interessant, die hier alle tragen, wenn sie welche tragen. So. Das ist irgendwie so Spider-Man-Avatar. Eine Schuhe vom Gefühl her. So, morgen wir uns mal wieder dazwischen. Zeit ist jetzt doch schon wieder ein bisschen besser geworden, was die Ankunftszeit betrifft. Also man kann auch Zeit gut machen. Trotz 100% Verkehr und 100% Passagiere. Lässt uns sogar vor. Mal bedanken. Weiter geradeaus. Okay, den nehmen wir jetzt einfach nochmal mit. So gut können wir dann irgendwie auch nicht abbremsen. Soll ja auch noch angenehm für die Passagiere sein. Mollstraße, Prenzlauer Allee. Jetzt noch mal beabsichtigt etwas schneller. Aber auch, es ist so nice mit den Busspuren auch, dass wir echt wirklich Spuren haben, wo wir einfach fahren können. Okay, das ist offenbar so ein richtiges Zeichen. Aber das sehen wir dann hier, dass ich mal aussteigen möchte.
Ich würde mich auch interessieren, ob irgendwann dann auch hier Rollstuhlrampen und so weiter integriert werden. Wobei, ja gut, ich würde sogar sagen, prinzipiell ist es nicht notwendig, aber das war eigentlich nur darauf bezogen, mit 125 km pro Stunde, die werden wir glaube ich nie fahren. Ich glaube, sind wir jetzt 7,65 km gefahren, könnte hinkommen, oder? Denke ich mal. Interessant, was man hier so alles bereits jetzt schon entdecken kann. Jetzt sind wir schon in der Mollstraße. Ja, jetzt sind wir doch wieder bei 5 Minuten Verspätung. Doch irgendwie aus dem Bus aus. Wahrscheinlich können sie eigenständig die Türen aufmachen. Oder sie spawnen halt einfach nur raus. Im aktuellen Zustand hier im Bus. Einzel 380. Nee, ist plötzlich auch weg. Okay. Spontane Schneeschmelze. Ich muss jetzt noch mich irgendwie nach links hangeln. Ne? Ich muss ja jetzt links abbiegen. Ich musste mal ganz nach links, glaube ich. Ne? Ja, sieht zumindest so aus. Wir bleiben aber dann auf der rechten Linie ist die Spur. Otto Braunstraße. Knapp. So bei dem Telefon Dings wäre noch nice so zu hören, so dass dann die Leute halt auch rangehen, so, ne? So von wegen, was weiß ich. Ja, hallo? Hey? Was geht ab? Oder sowas in der Art. Oder schönen guten Morgen. Guten Abend, wie auch immer. Oder vielleicht auch ein zickiges, was willst du? Wäre auch witzig. Aber maybe kommt das ja noch alles. Und halt hier Kollisionen von den Tramlinien, dass man da auch nicht einfach so durchfährt, sondern dass man quasi ja, einen Sound hat. Und vielleicht auch sogar noch Animationen. Die steigen doch irgendwie ein bisschen vorne aus, aber irgendwie auch nicht. Genau, wir sind um 14 Uhr gestartet, ne? Also wir sind echt spät. Oh, ja doch, richtig, wir sind spät dran. Wir haben noch mindestens 2 Stops, glaube ich. Gegen 45 sollten wir dann zu Ende sein. Am Friedrichshain. Halten, denn wir fahren dann weiter geradeaus. Ich denke mal, im nächsten Video fahren wir dann auch wieder die Linie TXL und nicht die Linie 200. Einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Wir fahren dann diesmal invertiert, nicht die Route 1, sondern die Route 2. Weil ich dran denke, wohl bemerkt.
Wobei, wir haben noch eine Menge Fahrten, ne? Wir sind ja, wir haben noch 9 Minuten Fahrt vor uns. Weil wir sind ja so spät dran. Na, lass du mich raus oder nicht? Wunderbar. Ups, nächste Halt ist dann die Bötzowstraße. Schön auch mit den ganzen geparkten Autos und so, also da, und den ganzen Fußgängern, dadurch wirkt die Stadt natürlich super lebendig. Hä? Ich bin da doch nicht hingefahren. Oder etwa doch. Ich bin noch ziemlich weit vom Borsche entfernt. Einmal einen normalen Fahrkarte. Da bekommt die Dame noch 2 Euro wieder. Fahren wir gerade hin. Holy shit. Ja, die Zeit. Mehr Verspätung als in Friends Number 2. Am Friedrichshain, Hofelandstraße. AB, 3 Stück. Wunderbar. Ich möchte noch jemand ein Ticket haben. Ups, doch AB. Heißt nur 24 Stunden Ticket. Ich werde eine Menge Spaß haben beim Schneiden. Um ein paar der ganzen Lecks rauszuschneiden. Weil die im Schild stand, sind nur die extrem sind. Ab auf die Busstraße Richtung Danziger Straße. Hinten gibt es einen Shop. Brodestraße, Danziger Straße. Was ist denn da vorne für ein pinkes Gebäude? Was spawnen wir die Fahrzeuge? Also das heißt eigentlich, glaube ich, dass auf Episch die ganz... die auch in weiter Entfernung spawnen, aber irgendwie... Spawn ja doch vom Gefühl her ziemlich nah. Aber ich glaube, ich habe auch Google Analytics an, sodass dann die ganzen Daten rübergesendet werden, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder war das in ETS? Weil es kann natürlich auch sein, dass das für einen Konvoi war.
in dieser Zeit echt verdammt viel aufgenommen. Ich habe das Gefühl, das Gebäude sollte nicht so pink sein. Vielleicht ist das ja dann im Update der Early Access Phase, also im Update 1.9, nicht mehr so der Fall. Werden wir dann sehen. Okay, das ist in der grünen Phase, sehr schön. So. Um 41 sollen wir dort sein, das heißt, wir werden sind kurz vorm Ziel. Oh. Wie gesagt, die Berliner, die werden wir sich wahrscheinlich hier gut wiederfinden können. Ich als Nicht-Berliner und nur einmal vor ganz, ganz langer Zeit. Ja, Tourist-Berliner kann man es auch nicht wirklich nennen, weil es halt mit der Schule war. Klassenfahrt, aber da entdeckt man ja eh nicht so viel. Und wenn man was entdeckt, dann fährt man dann auch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern dann eher mit, was weiß ich, einem eigenen angemieteten Bus oder so. Aber gut. Ein bisschen schnell. Ich weiß. Schneepodestraße, Storkower Straße. Aber die spawnen echt sehr spät nach. Sehr spät die Fahrzeuge, habe ich so ein Gefühl. Ich habe so ein Gefühl, dass das vielleicht daran. Dass das vielleicht unter anderem Grund sein könnte. Ohne die Ahnung zu haben, aber. Who knows? Vielleicht, also die, es gibt ja schon die 1.9 Beta, vielleicht teste ich einfach mal, aber fahre ich dann beim nächsten Mal auch auf 1.9 Beta. Werden wir dann sehen, entscheide ich einfach mal spontan. Jetzt unser vorletzter Halt, glaube ich, sein. Aber unsere Verspätung ist echt schon nicht ohne. Doch noch nicht. Erst noch Stedinger Weg. Das sind auch wie viele Wege oder Straßennamen Ähnlichkeiten haben. Und bei uns ist es die Stedinger Straße und so, aber. Könnte man ja mal. Oh, Straßenschäden. Darauf hätte ich auch Bock. Auf Straßenschäden. Wobei. Ja, doch schon ein bisschen. Entscheidend. Okay, ja. Zur Endhaltestelle fahren wir jetzt. Das erste Mal, glaube ich, eine Haltebucht. Für uns. Diese Tour. Also so eine. Vertiefende Haltebucht. In dieser Form. Michelangelo-Straße.
jetzt aber auch wieder ein wildes Manöver. Sowohl von mir als auch von dem Taxifahrer. Wir holen uns mal vor. LKWs hier rumstehen. Müssen wir jetzt hier. Nein, wir müssen einen weiter. Aber cool, dass es sowas hier noch an Haltestellen gibt oder gab 2018 in Berlin. So vom ungefähren Schema hatten wir auch mal bei Ende, aber wurde glaube ich 2010 oder so und wurde dann fertig 2012 ein riesen Shopping Center hingepackt. Aber das wurde glaube ich auch verändert werden. Abfahrt um äh, 14.45 Uhr. Fahren nochmal die Türen zu und fahren nochmal Schöckchen vor. Halten einfach dann auf der anderen Seite. Ist ja auch noch nicht jeder ausgestiegen gerade, ne? Das ist halt auch wieder witzig. Ja. Glaube ich nicht. Ja, ich würde sagen, in dem Sinne bedanke ich mich dann schon mal vielmals fürs Zuschauen von dieser Fahrt, von diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du sowohl Ideen hast, woran das vielleicht liegen könnte, anhand meiner Specs, warum das jetzt auch schon gerade wieder so am Hakeln ist, kann natürlich auch an mir liegen. Sag einfach mal, wie ihr The Bus bisher findet, was ihr euch für The Bus noch wünscht und so weiter und so fort. Ansonsten, und was ihr noch sehen wollt, was ich von The Bus für Videos mache. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten The Bus-Video.